ist Rolf Ehle. Ich bin in Reutlingen in der Nördlinger Hofstraße geboren. Bin Jahrgang 1947 und habe meine Jugendzeit in der Stadt verbracht. Bin zur Schule gegangen, in die Jos-Weiß-Schule, bis zu meinem 14. Lebensjahr und bin am 4.4.1961 ins Berufsleben eingestiegen. Sonst haben wir als Kinder in der Stadt auf der Straße Fußball gespielt, wobei bei uns in der Nördlinger Hofstraße ein sehr reger Verkehr war. Es war eine Eisenhandlung, wo damals schon sehr große Lastwagen kamen mit Anhänger und Eisenstangen abgeladen haben. War eine Bierniederlage, wo das Bier angefahren wurde mit großen Lastwagen. Es war eine Möbelhandlung, wo immer große Lastwagen fuhren. Und zwischen denen haben wir Fußball gespielt und haben immer wieder Platz gefunden. Es gab auch eventuell bessere Möglichkeiten zum Fußballspielen, aber da haben sich die Nachbarn gestört am Kindergeräusch. Und das ging also so weit, dass wir damals auch schon verfolgt wurden mit der Peitsche. Und da waren die Leute nicht so zimperlich. Aber es gingen auch keine Elternteile gleich zur Polizei und haben sich beschwert. Wir haben noch als Kinder, wir wussten, jetzt, wenn dort die Türe aufgeht, jetzt musst du rennen. Und dann ist man gerannt. Und somit ist man dem Malheur aus dem Weg gegangen. Wenn die Türe wieder zuging, waren wir auch natürlich nach 5 Minuten wieder da und haben weitergespielt. Man musste nur auf seinen Ball aufpassen, dass der nicht in einen fremden Garten reinfiel, weil sonst hat man unter Umständen den nicht mehr bekommen. Und so oft bekamen wir auch keine Bälle. Ostern war so der erhebendes Fest, dass man einen schönen Perlonball damals noch bekam. Ein Lederball, das war schon, der musste also irgendwo aus einer besser gestellten Familie kommen, nicht gerade aus einer Arbeiterfamilie. Und wenn der seinen Lederball mitbrachte, da war natürlich die Hölle los, dass man da richtig mal Fußball spielen konnte.